fettige Haut und Hautpflege, ein Thema, das du sicherlich kennst, nicht nur in der Pubertät, sondern auch später, kannst du an fettiger Haut leiden. Und weil das letzte Video so gut angekommen ist beim Produkttesten, habe ich heute wieder drei Produkte rausgesucht für dich und wir schauen, was sind Vor- und Nachteile, wie fühlen sie sich an und worauf solltest du achten, wenn du ein Produkt auswählst. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Dr. Lies Martin und ich erzähle jede Woche etwas zu unterschiedlichen Themen aus unserer Online-Hautarztpraxis, Dermanostik. Und wir haben zum Beispiel auch Hautpflegepläne, die unsere Hautärztinnen erstellen. Das sind einige Produkte, die wir gelegentlich auch empfehlen und wir werden uns genau anschauen, was ist das Beste für dich. Ich habe heute drei verschiedene Produkte mitgebracht von verschiedenen Firmen. Einmal Avène, Eucerin und Dermasense. Es gibt noch viel mehr Dermokosmetikfirmen, aber damit es überschaubar bleibt, haben wir hier drei Schwerpunkte gesetzt. Ich schaue mir gleich drei Sachen ein. Zum einen, wie riecht die Creme? Es handelt sich um Gesichtscremes, das heißt, du wirst es riechen. Ich trage es nachher aber einfach halshalber auf den Handrücken auf. Das zweite ist, wie fühlt sich die Creme an? Vielleicht fettig, vielleicht auch sehr leicht. Und das dritte ist die Inhaltsstoffe. Was für Schwerpunkte werden hier gesetzt und worauf solltest du achten? Fettige Haut entsteht durch Talg. Talg wird in unserer Haut produziert. Und das ist auch die Ursache oder der Ursprung für Hautunreinheiten und Pickel. Also von daher, wenn du solche Produkte verwendest, dann wirst du wahrscheinlich auch weniger Hautunreinheiten entwickeln. Dieses Video spiegelt meine eigene Meinung, meine persönliche Empfindung wider. Es ist ein nicht gesponsertes Video. Das bedeutet, wir haben die Produkte selber gekauft und wir haben keinerlei Sponsoring erhalten oder Unterstützung. Und ich teile einfach meine jetzigen Erfahrungen, die du live miterlebst. Ich starte mit Dermasense. Hier haben wir 50 Milliliter, mattierend, porenverfeinernd, das sind die ersten Begriffe, die mir ins Gesicht springen. Talgreduzierende Gelcreme, also das heißt, ich erwarte, dass die gleich eher so ein bisschen leichter ist. So, das erste, was du sehen kannst, es ist eine grünliche Creme. Als Komplementärfarbe von Rot sorgt es dafür, dass Rötungen optisch nicht mehr so stark erscheinen. Und ja, sie riecht angenehm, sehr leicht. Sie fühlt sich auch extrem leicht an. Man hat hier diesen Gel-Effekt und ich schlage vor, wir warten 5 Minuten und schauen uns das Ergebnis an. 5 Minuten sind vergangen. Was ich direkt gesehen habe, ist, man bemerkt, oder ich bemerke jetzt gar nicht mehr auf der Rückseite, dass es glänzt oder fettig ist. Es fühlt sich auch sehr leicht an. Der Geruch ist sehr dezent. Angenehm, für mich absolut empfehlenswert, einfach weil es einen angenehmen Eingeruch hat und weil es sich gut anfühlt. So, dann schaue ich mir direkt die Inhaltsstoffe an. Also was vorhanden ist, ist Salicylsäure. Salicylsäure führt dazu, dass deine Haut weniger Talg produziert. Die Talgdrüsenaktivität wird ein bisschen gehemmt. Und wir haben noch andere Inhaltsstoffe, würde ich jetzt aber keinen Schwerpunkt drauf legen. Was vielleicht interessant ist, es ist mattierend, also nicht glänzend. Wir wollen ja auch nicht, dass die Haut glänzt, wenn sie sowieso schon fettig ist. Und porenverfeinernd, das heißt, dass die Poren kleiner werden, wie bei einem Weichzeichner. Das kennst du sicherlich von den verschiedenen Kameraoptionen. Als nächstes schauen wir uns das Produkt von Eucerin an. So, ich glaube, ich muss hier pumpen und ein paar Mal mehr pumpen. Ich nehme jetzt die andere Rückseite. Ich höre schon, wie es pumpt. Gleich ist es da. Alles klar. Ui, das war ein bisschen viel. Es ist nicht grün, es ist eher gelblich. Es riecht schon etwas intensiver, es hat einen Eigengeruch, nicht stark. Ich finde, dass das andere aber von meinem Gefühl her angenehmer riecht. So, jetzt verteile ich das hier. Ich muss jetzt relativ lange cremen. Es ist auch hier gelartig, sehr leicht. Und 5 Minuten warten wir mal ab, bis es einzieht. Ich musste gerade ein bisschen was entfernen, weil ich zu viel aufgetragen habe, aber jetzt ist es gut eingezogen. Es ist ein minimal, also wirklich ganz leicht pappender Eindruck, also es ist nicht richtig klebrig, aber man fühlt, dass hier was eingezogen ist. Das hatte ich auf der anderen Seite als Vergleich nicht. Es glänzt nicht, es ist ein Fluid. Ein Fluid ist auch wie ein Gel extrem wässrig, das ist gut. Und ansonsten, der Eigengeruch ist immer noch da. Ich glaube, das wird aber nach ein paar Stunden wieder verfliegen. Und ich kann mir auch erklären, warum wir jetzt hier einen etwas stärkeren Eigengeruch haben. Das löse ich jetzt direkt auf. Das Besondere an diesem Produkt ist, wir haben einen Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30. Das finde ich extrem gut, weil wir kombinieren zwei Sachen. Zum einen kombinieren wir, dass weniger Talg produziert wird, die Haut ist weniger fettig.
Und gleichzeitig haben wir aber einen UV-Schutz gegen Sonne. Das ist gut, weil wir weniger Sonnenschaden haben. Und Stichwort Hautkrebs, aber auch Hautalterung. Also UV-Schutz ist das Anti-Aging-Mittel und von daher haben wir eine gute Kombi. Wir schauen uns auch hier die Inhaltsstoffe an. Dafür brauche ich die Packung. Vielen Dank. Also, auch hier sieht man Inhaltsstoffe, die klassisch die Talgdrüsenaktivität verringern, damit es nicht fettet. Dann haben wir hier auch einen Lichtschutzfaktor, klar, bei den Inhaltsstoffen. Es kann daran liegen, dass wir durch die Lichtschutzfaktoren oder durch die Filter einen stärkeren Eigengeruch haben oder einige andere Inhaltsstoffe, die riechen ja auch von sich aus. Sonst fällt mir jetzt nichts aktiv auf. Vielleicht, was noch wichtig ist, wir haben hier, ist schwierig auszusprechen, Lycochalcon A. Und das hilft, dass man Hautunreinheiten vorbeugt und gleichzeitig hemmt es auch die Bildung von kleinen Entzündungen oder Irritationen. Auch hier wieder der Hinweis, mattierendes Hautbild, also gegen das fettige Hautbild. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil normalerweise sehen Sonnencremes eher so ein bisschen fettiger aus. Das liegt aber daran, dass es häufig die Variante ist, die sich auflegt auf die Haut und nicht richtig in die Tiefe einzieht. Hier zieht es in die Tiefe ein, das ist gut. Und die machen auch darauf aufmerksam, was ich schön finde, wenn man Akne hat, kratzt man sich ja häufig die Stellen auf. Wenn man dann in die Sonne geht, dann werden die pigmentbildenden Zellen gereizt bzw. aktiviert und plötzlich entstehen dunkle Pickelmale. Sehr kritisch, weil die bleiben eine längere Zeit und durch den UV-Schutz hemmt man die Entstehung von Pickelmalen. Also eine super gute Kombi und ich würde sagen, das macht auch sogar den also diesen intensiveren Eigengeruch weg. Falls du eine fettige Haut hast und schon verschiedene Produkte bislang zu keiner Besserung geführt haben, kontaktiere uns gern über die App und unsere Hautärztinnen erstellen dir dann passend für deinen Hauttyp eine komplette Empfehlung an Produkten. Als letztes schauen wir uns das Produkt von Aven an und hier sehe ich, es ist eine mattierende Emulsion. Also mattierend hatten wir schon bei den anderen Produkten. Emulsion, sie wird auch wahrscheinlich eher wässrig sein. Ich trage das jetzt an einer dritten Stelle auf. Es fühlt sich auch direkt sehr leicht an. Also das sieht man daran, dass es sich ja, schnell verteilt, es wirkt kühlend. Vom Geruch her angenehm, wie die erste Creme. Und jetzt verteile ich und warte auch wieder 5 Minuten. Fünf Minuten sind vergangen und ich finde, im Vergleich zum Anfang riecht sie jetzt etwas intensiver, auch nicht mehr ganz so angenehm wie am Anfang. Es ist aber ein minimaler Unterschied. Von daher, das erste Produkt finde ich vom Geruch her bislang am angenehmsten. Auch hier habe ich keinen Fettfilm, also es ist gut eingezogen. Es fühlt sich auch angenehm an. Also auch hier super von der Verträglichkeit bzw. von der Resorption, also einziehen in die Haut. Ich schaue mir jetzt direkt einmal die Inhaltsstoffe an. Und vielleicht gibt es da noch wichtige Hinweise. Wir haben hier keinen Lichtschutzfaktor. Also Lichtschutzfaktor hatten wir bislang nur bei dem Produkt von Eucerin. Es ist hier alles auf Französisch. Ich suche erstmal. Ah ja. Hier ist ein Inhaltsstoff, Comedoclastin. Und das wird hervorgehoben, dass es die Talgdrüsenüberproduktion hemmt. Also das ist wahrscheinlich, warum wir hier nachher eine etwas bessere oder weniger fettende Haut haben. Wir haben auch hier wieder eine Säure drin, die dazu ebenfalls führt, dass die Fettproduktion gehemmt wird. Ich würde sagen, es ist wirklich nach Geschmack. Wenn du sagst, ich möchte diesen Geruch haben oder jenen Geruch, preislich gefällt mir das eine oder das andere besser, weil das für mein Budget passt, dann unterscheiden sich die Produkte, also das erste und das dritte Produkt, nicht wirklich voneinander. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, hier gab es noch beim ersten diesen grünen Effekt. Also wenn du Rötungen hast, könnte durch die optische Täuschung, ist keine Täuschung, aber könnte durch die grüne Farbe deine Rötung etwas reduziert werden. Das haben wir beim dritten nicht. Das waren jetzt 3 Produkte bei einer fettigen Haut. Und wenn du dir unsicher bist, welches Produkt zu dir passt, dann kontaktiere unsere Hautärztinnen gerne über die Dermanostik-App und wir erstellen etwas Passendes für deinen Hauttyp. Bei einem anderen Video testen wir übrigens 5 Produkte im Rahmen der trockenen Hautpflege. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und ich bin vor allem gespannt, was interessiert dich noch? Welche Produkte sollten wir testen? Hinterlass es gerne als Kommentar unten und die anderen Informationen findest du in unserer Beschreibung als Link hinterlegt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich sehr, wenn wir uns aber bei Social Media in unserer Themenwoche wiederfinden.